In Greifswald schwört man sich ein auf das Unternehmen Aufstieg. Der GFC ist das Maß aller Dinge. Tabellenführer, beste Offensive, beste Defensive. Und Henning Bürger ist der neue Cheftrainer beim FC Carl Zeiss Jena. Er soll die Mannschaft konsolidieren. Der Aufstieg ist kein Thema mehr. Und seine Mannschaft beim GFC von Beginn an unter Druck. Die sechste Minute, Freistoß von Wulff, der zunächst geklärt. Aber Kocher mit der Flanke für Kapitän Benjamina. Erste Möglichkeit für Sufjan Benjamina, den 12-Tore-Mann des GFC. Beim FC Carl Zeiss gab der erst 18-jährige Felix Bölter sein Debüt. Hier der Ballverlust des Youngsters. Und Greifswald schaltet ganz schnell um. Der Ball kommt zu Guido Kocher. Welch ein Treffer. 1:0 Greifswald. Perfekte Schusshaltung. Das vierte Saisontor für Guido Kocher. Die Flanke kam von Wulff. Im Zentrum Halili. Der muss dahin gehen, der Innenverteidiger, weil Benjamina schon einschussbereit wartete. Der Ball kommt zu Kocher und der nimmt ihn direkt. Ein Traumtor für den Greifswalder FC. Danach verflachte das Spiel ein wenig, aber Greifswald Sekunden vor der Pause noch einmal mit der Möglichkeit über die rechte Seite. Farr mit dem Pass ins Zentrum für Kratzer und da fehlte nur ganz, ganz wenig. Mit 1:0 ging es in die Pause. Kratzer, zuletzt noch Torschütze in Eilenburg und hier war er ganz dicht dran. Die Stimmung bei den 500 Gästefans zur Pause gut, obwohl der FC Carl Zeiss offensiv im ersten Durchgang überhaupt nicht stattgefunden hatte. Jener kam etwas mutiger aus der Kabine. Bölter auf Maximilian Kraus, Kraus, Egelseder. Er will den Elfmeter haben, bekommt ihn aber nicht. Dieser Zweikampf hier von Egelseder gegen Kraus. Zu wenig für einen Elfmeter. Rasmus Jessen, der Schiedsrichter, ließ zu Recht weiterlaufen. Der Greifswalder FC, ein Musterbeispiel für gnadenlose Effizienz. Wir sind in der 58. Minute. Jorik Wulff. Wulff gegen Butzen. Und das nächste Traumtor. 2:0 für die Jungs von der Küste. Jorik Wulff, 22, bei Werder Bremen ausgebildet. Lars Fuchs, der Trainer, gibt ihm als Kreativspieler immer mehr Freiheiten. Und Wulff nutzt die auch immer besser. Zweites Saisontor von ihm. Und welch ein schönes. Zieht nach innen, tolle Schusshaltung, Kunst ohne Abwehrmöglichkeit. Greifswald einfach griffig und Maskottchen Greifi hat eine Menge Fans mittlerweile. Das Problem des FC Carl Zeiss Jena zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es ist die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive. Kraus, wir sind in der 72. Minute und da gibt es tatsächlich den ersten Torschuss der Gäste. Sie versuchten viel, die Männer aus Thüringen, aber die Qualität in der Offensive ist dann einfach überschaubar. Löder, der beste Torschütze hier mit dieser Möglichkeit, 79. Minute, sein erster Torschuss. Greifswald hatte relativ wenig Mühe, das wegzuverteidigen. Wir sind schon in der 90. Minute. Noch einmal Maximilian Kraus. Aber auch dieser Abschluss kein Problem für Jakubow. Jena zu harmlos im Abschluss. Und Greifswald nach wie vor effizient die zweite Minute der Nachspielzeit. Johannes Manske war im Winter aus Altglienicke gekommen. Und hier kam er von der Bank und aus der Tiefe des Raums. Erste Möglichkeit für ihn. Der Abschluss 3:0. Erstes Tor im ersten Spiel für Johannes Manske. Greifswald schlägt Jena hochverdient mit 3:0. Die Jungs haben mega Vorfreude gehabt. Also man musste sie eher bremsen heute, schon beim Warmmachen. Schon vorher, schon gestern hat man das gemerkt in der Videositzung. Das war schon, ja, man musste echt aufpassen, dass es nicht überkocht, das Ganze. Und man sieht, dass die Mannschaft einfach gewinnen will. Und in der Spitzenmannschaft, ja, wir sind da oben, auch verdient. Und wir haben heute einen verdienten Sieg eingefahren gegen eine Top-Mannschaft der Liga. Wir wollen immer gewinnen und immer die 3 Punkte. Und ja, wenn's danach geht, war das ein Ausrufezeichen, ja. Mit der ersten Chance für Greifswald fällt das 1:0. Ist für diese Mannschaft ein Bombenstart, für uns negativ. Wir haben uns dann nach und nach ins Spiel reingespielt, reingekämpft.
Aber wer so die Spiele gewinnt, ich glaube, der steht auch zu Recht oben. Greifswald souverän 3:0 gegen Jena. Der GFC bleibt das Maß aller Dinge in der Regionalliga Nordost.